Ja, Freunde, und damit hallo und willkommen zurück bei Vampir. Wir sind aktuell im Ascalon Club und wurden ja jetzt sozusagen Teil dieser fabulösen Vereinigung hier, voller, ich weiß es nicht, Snobs. Ich nenne es mal Snobs. Die hier so ein bisschen, oh, können wir es klauen? Nö, schade. Hier so ein bisschen rumstehen und quaken, und wir sollen ja mit Lord Redgrave sprechen. Also machen wir das doch direkt. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Akon. All right, let's talk, you and I. Lancebearer. I'm Lancebearer, okay. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. And your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally. But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings. Wir haben ja keine Geheimnisse. Why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Die Geheimnisse des Ascalon Clubs. Wir sind da seit 3 Minuten drin. Woher soll ich wissen, was die für Geheimnisse haben? Leute. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Ja, Fergal. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Das denke ich auch nicht. Fergal Banshaw was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. Das weißt du doch schon. He was a Vulcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ah. Entschuldigt bitte. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. Das war's definitiv. You earned my respect. Also, Fergal zu vernichten war definitiv ja doch eine ganz schöne Aktion. Gerade wenn wir bedenken, wir haben das 4-mal gemacht oder sowas. Puh, furchtbar anstrengend. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. But for now, my main concern is the security of London inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls sind bösartig, einige Skulls sind Friedrich, hallo. Einige, nee, und Skulls sind Opfer. Ich mache, einige sind friedlich. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, ja, töten halt. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. Okay, wir sind in der Story voran, wir sind Bannstufe 4 wahrscheinlich. Kapitel 4 Familienporträts. Findet die Infektionsquellen im West End. Wir haben 6000 EP. Wenn ich nicht diesen beschissenen Quest der Sternkonstellation schon hätte und schlafen müsste. Ah. Hintergrund ist folgender, Leute. Wenn ich jetzt schlafe, kann es passieren, dass dieser Mann hier stirbt. Das will ich nicht. Denn dieser Mann ist Teil des West End. Und ich weiß nicht welcher. Wahrscheinlich er hier. Oder der hat doch einen Namen. D. Nee, warte mal. Was?
Er ist hier, ja, er hier ist das. Ich will aber alle haben. Wir müssen nochmal kurz gucken. Wir sind jetzt bei Stufe 4, ist das richtig? Super geil. Uns fehlt hier noch einiges. Aber erstmal hauen wir die ganzen Leute hier an, ob wir die anquatschen können. Nein, 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 okay, aber dich. Ich wusste es. Good evening, Dr. Reed. Erleuchtet. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Es ist ungewohnt. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Also ihr wisst, wir gehen das hier durch. Ohne jetzt groß Fragen zu stellen oder so. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Are you sick? Personally. I consider my advancing years are a sickness in itself. Verständlich. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Er sieht auch echt gut fertig aus. Ich will gar nicht wissen, wie alt ist er denn? Gibt's hier irgendwas? Was schätzt ihr? Ich sag irgendwas um die 70. Bannstufe 6. Da haben wir aber noch einiges vor uns. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir! It's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Ui, okay. Also da ist jemand richtig auf die Jagd nach Informationen gegangen, um Teil des Ascalon Clubs zu werden. So you asked for membership. I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Okay. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Das ist durchaus verständlich und es ehrt ihn ein wenig. Mr. Dawson of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? Das wissen wir doch schon. I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Wer oder was ist denn das Böse? What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Oh Gott. But they are our enemies. They are not mine. Na gut, das stimmt. Das stimmt. Mr. Dawsons Feinde sind sie natürlich nicht, denn er ist ja ein Mensch. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Anders denken, das ist nicht für alle was. Manche sind in ihrem Denken so stark eingeschränkt, da geht gar nichts anderes. I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir.
A radical one that will save all that is essential in London. Ein großer Brand. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Okay. Der Mann ist doch recht radikal in seinem Denken. Es ist ungerecht, es ist gefährlich, es ist effizient. Es ist gefährlich, denn damit wirst du dir viel, viel, viel Hass ranholen und das Ding muss auch erstmal gebaut werden. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Also interessant in dem Kontext ist folgendes, dass er gesagt hat im Englischen eliminate, also eliminieren, töten, im Deutschen wir müssen dagegen vorgehen. Das ist eine etwas andere Deutung der ganzen Geschichte hier. Frage Antworten nach möglichen Infektionsquellen im West End. Now that we're a member of the club. Ist das Aloysius Dawson? Ein bisschen merkwürdig, wenn überall ein Bild von dem hinge. Aber wir gehen nochmal hier rein. Vielleicht gibt es hier noch was zu finden, zu sehen, irgendwas. Wäre geil, wenn man den Kamin anmachen könnte. Wäre ein schönes Detail. Überall diese verdorrten, getrockneten Rosen. Ich wieder ein Bild, da muss jemand sehr selbstverliebt sein. Ja. Glücksspielsüchtig sind sie auch noch. Naja. Was soll's, ne? Was soll's? Sind ja eh schon tot. Ich gehe einfach davon aus, dass die um Geld gespielt haben. Um echt Geld. Aber wisst ihr was, Jungs? Putzen könnt ihr doch mal. Das ist kein würdiger Empfang für jemanden wie mich. Welcome to the Askeland Club, then, Dr. Reed. Bin ich gerade durch den durchgeglitscht? Okay, der Mann hat... Ey, na, wartet mal. Ach. Bist du... Ernsthaft? Oh, das ist ja makaber. Jetzt wären wir beinahe da festgeglitscht. Da hätten wir auch gar nichts gekonnt. So, wir sind jetzt also Teil des Eskanon-Clubs. Und direkt müssen wir Dinge machen, die mir eigentlich so nicht gefallen, muss ich echt zugeben. Jetzt hier irgendwelche Scars töten, wenn die uns nicht angreifen, halte ich nicht für den besten Weg. Das heißt, wir müssen jetzt hier in der Stadt rumfragen, ob wir Informationen haben zu Scars, die hier rumwüten. Und dementsprechend natürlich wieder viel, viel Zeit in Untersuchungen investieren. Leute. Ich bin immer noch gespannt, ob wir das diesen Quest-Stern-Konstellation hinkriegen. Wir haben 6000 EP. Wir könnten uns so sehr pushen, was unsere Level und Stufen angeht. Und unsere Fähigkeiten. Ich weiß aber nicht wie. Na gerade, ich habe was vergessen. So, ha, Licht. Sorry, Freunde. Also, ich bin mir da gerade echt noch unschlüssig. Ich werde es auf jeden Fall so machen. Ich werde... Bevor wir schlafen gehen, müssen wir eh alle heilen, sonst ist hier Chaos überall, ne? Das heißt, wir müssen also erstmal hier ein bisschen was machen, ein paar Quests machen. Wir wollen ja viel Erfahrungspunkte mit einem Mal sammeln. Das heißt, möglichst viele Quests, abseits des Sternenkonstellation-Quests. Und dann speichere ich sicher den Spielstand und dann penne ich danach drüber. Also, in-game halt, ne? Ist klar. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Good evening, Miss Atwood. And good evening to you, Dr. Reed. Die geht mir auf den Sack. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Bahnstufe 4! Awful smell. Ich weiß, wo wir hingehen. So when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte.
Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ja, und dann... Okay, da fällt mir gerade was ein. Das Haus, alles klar, da müssen wir hier lang. Aber ich will wo ganz anders hin. Und zwar... Gehen wir mal hier durch. Und jetzt müssten wir doch... hier in die Butze kommen bei der guten Frau. Haha, die wollte doch pennen gehen. Das kannst du jetzt aber vergessen, Freundchen. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Bandstufe 4, ach, wie toll. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Natürlich, Venus. Zeig mal. Ja, die sieht aber gut aus. Erstmal nehmen wir hier das Haus auseinander. Also alles, was wir... Also alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist, nehmen wir mit. Ist klar, ne? Wisst ihr Bescheid? Wieder 5 Schillinge oder was? Die könnten mal 500 liegen. Hier? 5. Hm, davon war ich ausgegangen. Vorne kommt man hier gar nicht... Oh, da, großer Schrank. Danke. Das wird doch nicht alles gewesen sein, oder? Hier wird doch noch mehr rumliegen in diesem Haus. Ah, hier noch ein Schrank. Hallo. Mäuschen, jetzt hast du mich schon reingelassen, jetzt musst du mich auch mal ein bisschen wüten lassen. Zeig mal dein Schlafzimmer. Schickes, das ist aber ein schönes Kleid. Eine Rekamiere hier, sehr schön. Badewanne im Schlafzimmer. It's locked. Da ist ja spannend vorprogrammiert. Oh, Venus Tagebuch. 9. Juli 1918. Ich habe den letzten Tag und die letzte Nacht durchgeweint. Hallo! Es waren Freudentränen. Kommt das jetzt nochmal? Okay. Ich wusste nicht, dass Glückseligkeit so schmerzen kann. Gerade hat mir mein Clarence geschrieben. Er ist lebendig und unversehrt aus dem Krieg zurück. In 2 Wochen ist er zu Hause. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir so sehr. Ich kann es nicht erwarten, meinen geliebten Mann wiederzusehen. 14. August 1918. Clarence Haltung, also, okay, Monat danach. Clarence Haltung macht mir noch immer Sorgen. Seit seiner Rückkehr ist er nicht mehr derselbe. In den ersten Wochen dachte ich, er braucht einfach Zeit, um sich wieder einzugewöhnen. Aber sein Verhalten wirkt immer unberechenbarer. Heutzutage ist er ständig draußen, Tag und Nacht, und sucht Beweise. Die Grippe interessiert ihn nicht. Ich interessiere ihn nicht. Er macht mir langsam Angst. Okay, 21. September, also nochmal einen Monat später. Ich kann es nicht fassen. Clarence hat die Hälfte seines Lohnes auf den Kopf gehauen, um irgendwelche dämlichen Flugblätter drucken zu lassen, die er nun kostenlos in der Nachbarschaft verteilen will. Die Leute beginnen mich auszulachen. Jetzt will er irgendeinen öffentlichen Vortrag in einem kürzlich geschlossenen Theater organisieren, um die Leute vor bösen Kreaturen in London zu warnen. Natürlich ist der Eintritt frei. Mein Mann mag unversehrt aus dem Krieg zurückgekehrt sein, aber ich fürchte, er hat dort drüben seinen Verstand verloren. 24. September. Clarence hat mir gerade gestanden, dass er nicht seinen halben, sondern seinen ganzen Lohn und außerdem einige unserer Ersparnisse ausgegeben hat. Aufgrund des Krieges seien Papier und Farbe sehr teuer, sagte er, aber dieses Opfer müssten wir bringen. Mittlerweile verspotten uns die Leute öffentlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. 5. Oktober. Heute hat mir der Metzger Mr. Galway die monatliche Rechnung geschickt und um vollständige Begleichung erbeten. Außerdem hat er mich wissen lassen, dass er nun jedes Mal direkt Geld sehen wolle, wenn wir Fleisch bei ihm kaufen. Angeschrieben wird nicht mehr. Der Bäcker hat mir vor 2 Tagen dasselbe gesagt. Zuerst habe ich es für ein neues Konzept wegen der Beschränkungen und der Epidemie gehalten. Aber anscheinend gelten die finanziellen Abmachungen mit den Läden für meine Freunde noch. Ich habe mich so geschämt, mir haben die Worte gefehlt. 8. Oktober. So kann es nicht weitergehen. Clarence hat völlig den Verstand verloren. Er gibt all unser Geld aus und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn davon abhalten soll. Manchmal wünsche ich mir, er wäre nicht aus dem Krieg heimgekehrt. 08. Oh. Okay, also der verprasst hier alles an Kohlen, was er hat. Das ist ein Innenhof.
Wo sind wir jetzt? Okay, wir kommen nicht vorbei, ohne jetzt hier groß Palermo zu machen. Ich will da auch nicht runter, muss ich ehrlich sagen. Die verlorene Bibliothek. Haben Vampire Verbündete unter den Lebenden? Ja, das haben sie. Sie nennen sich selbst Bruderschaft, sie dienen ihren unsterblichen Herren auf vielerlei Weise und sie halten dafür womöglich Privilegien und Wissen. Irgendwo in London ist der Sitz ihrer Macht und dort intrigiert ihr geheimer Rat gegen uns. Ich nenne diesen Ort die verlorene Bibliothek. Es ist ein Ort, an dem diese Verräter zahllose geheime und lang vergessene Bücher sammeln. Ich persönlich biete 1000 Pfund dem Ersten, der mir einen Beweis für die Existenz und den genauen Standort der Bibliothek liefern kann. Terence Crossley, melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Legendär Vampire fehlen zwar, Skulls, große Jagd. Oh, so viel, dass wir noch nicht haben.